Hey Christoph hier, Blues Guitar Tube. Freut mich riesig, dass du auch diese Woche wieder reinschaust zum kostenlosen Blog-Video, wo wir über das Konzept der Ankerfinger beim Akkordwechsel sprechen. Wenn du Akkorde wechselst, beispielsweise von, ich sag mal, C auf A-Moll, okay, dann hast du die Situation, dass deine Finger in eine neue Position gehen müssen. Und nicht selten, wenn man beginnt oder sich eben das Konzept der Ankerfinger noch nicht so gewohnt ist, dann ist man versucht, sämtliche Finger zu bewegen, sie vom Griffbrett zu lösen und so weiter. Ich zeige dir ein einfaches Konzept, das du eigentlich bei jedem Akkord, den du neu dazulernst, einsetzen kannst und dein Spiel dadurch vereinfachen, auch kognitiv verständlicher machst. Darum geht es im heutigen Video. Bleib ganz kurz dran, wir gehen dann in die Nahaufnahme. Gut, ich verwende für dieses Beispiel hier die beiden Akkorde C-Dur und A-Moll. Okay, ich blende dir die Schemen hier auch ein. Und wenn du nun diesen C-Dur-Akkord anschaust, dann siehst du, dass du hier den Ringfinger im dritten Bund hast, der A-Seite, den Mittelfinger hier auf dem Ton E, zweiter Bund der D-Seite und hier der Zeigefinger liegt im ersten Bund der B-Seite. Und dazwischen die G-Seite wird leer gespielt. Okay, jetzt will ich, dass du diesen Akkord einfach mal wechselst von C auf A-Moll. Wieder zurück auf C und wieder auf A-Moll. Okay, beim Konzept der Ankerfinger, beim Akkordwechsel geht es darum, nun nicht einfach, wie man das häufig tut, gerade zu Beginn oder eben wenn man das Konzept sich nicht bewusst ist, hebt man in der Regel beim Akkordwechsel sämtliche Finger ein klein wenig vom Griffbrett ab und setzt sie dann beim neuen Akkord wieder auf, okay? Was du tun willst, ist, wenn du zwei aufeinanderfolgende Akkorde hast, ist dir zu überlegen, welche Finger, respektive welche Töne, welche Finger werden beim nächsten Akkord genau an derselben Stelle benötigt. Wir beobachten jetzt hier beim Akkordwechsel mal den Zeigefinger. Wenn ich C wechsle auf A-Moll, dann bleibt dieser Finger hier einfach liegen. Und es ist wichtig, dass wir diese Zusammenhänge zwischen den Akkorden verstehen, weil das hilft uns, das Spiel und auch den Energieaufwand einfach geringer zu gestalten. Heißt, wenn ich von C komme, dann brauche ich diesen Zeigefinger hier nicht zu heben und wieder neu aufzusetzen, sondern ich lasse ihn liegen und bringe die anderen beiden Finger in Position. Also wir haben hier einen Ankerfinger. Dieser Ankerfinger C, Ton C, mit dem Zeigefinger, erster Bund der B-Seite, der bleibt liegen. Okay, nun schauen wir uns an, wenn wir hier den Wechsel nochmal vollziehen, ob es noch einen weiteren Finger gibt, der im Grunde genommen im selben Bund auf derselben Seite liegen bleibt. Ich mache den Wechsel nochmal. Du siehst, dass auch der Mittelfinger hier im zweiten Bund der D-Seite, der bleibt auf derselben Seite liegen. Genau am selben Ort. Vielleicht muss man ihn ein klein wenig bewegen hier auf der Seite drauf, damit man den Ringfinger hier auf dem Ton A gemütlich setzen kann. Aber er verbleibt an derselben Stelle. Und somit haben wir beim Wechsel von C auf A-Moll schon zwei Ankerfinger, Zeigefinger und Mittelfinger, die wir gar nicht vom Griffbrett heben müssen. Also ich übertreibe jetzt, dass wir nicht das hier machen und immer alles neu aufsetzen, sondern diese beiden liegen lassen hier
du merkst, die Bewegung wird ganz einfacher, weil es einfach nur der Ringfinger ist, der vom Ton C auf den Ton A wechselt. Ja, dieser Wechsel hier. Und das ist diese Art von Verbindung, die du dir bei Akkordwechseln überlegen willst, die dir helfen, dein Spiel einfacher zu machen, energieeffizienter zu machen. Du brauchst dann nicht so viel Kraft und du willst auch schauen, dass der Ringfinger dann nicht eine solche Bewegung hier irgendwie macht. Ich übertreibe jetzt wieder, sondern der Weg soll so kurz wie möglich und so rasch wie möglich vollzogen werden können, ja? Nun, das ist ein ganz einfacher Trick, den du beim Einüben eines neuen Akkordes verwenden kannst. Oder wenn du eine 3-4 Akkordkombination spielst, dass du dir bewusst vornimmst, einfach während dem Üben, dass du diesem Bereich einer Teilzeit deiner Überzeit zuweist, dich um Ankerfinger zu kümmern, zu überlegen, wie kann ich dadurch Finger liegen lassen, wie kann ich mein Spiel dadurch effizienter, auch runder gestalten, dadurch, dass nicht sämtliche Finger immer bewegt werden. Und das hat eine ganz starke, wie gesagt, kognitive Verständnisseite mit drin, dass wir den Klang nicht nur vom Ton her anschauen oder anhören, sondern den Akkordwechsel meine ich, sondern dass wir ihn auch rein optisch mit den Augen fixieren und sehen, wenn wir die Wechsel vollziehen, wo können wir Finger liegen lassen, wo kann das effizienter gehen. Und ich mache dir Mut, das bei neuen Akkorden, die du lernst, einfach zu integrieren, das, wie gesagt, als Teil deiner Übezeit zu gestalten, hier und da auch einfach mal blind auf dem Handrücken Dinge auszuprobieren, ja, wo du die Wechsel vielleicht auch auf diese Art hier mal spürst, wenn du keine Gitarre zur Hand hast. Ganz, ganz coole Art, um dein Spiel effizient zu gestalten. Nun, ich hoffe, dieser Tipp bringt dich weiter. Versuch das einfach mal, egal bei welcher Akkordkombination. Und ich lade dich ein, hüpf rüber zu bluesguitartube.com, wo du alles findest, was ich bis heute anzubieten habe. Noch vieles, vieles mehr, als du auf YouTube findest oder auch bei Facebook. Da bekommst du PDFs, MP3s, den Blues Club, einzelne Videokurse, Action Plans, Free Downloads und so weiter, die Blues Starter Box und BB Kings großes Geheimnis, PDF und so weiter. Hüpf rüber, bekommst du alles hier bei bluesguitartube.com. Und ich danke dir fürs Reinschauen diese Woche. Ich wünsche dir eine Top-Zeit und wie immer, ich sehe dich im nächsten Video. Tschüss.